Hallo und herzlich willkommen auf dieser Online-Präsentation. Haben Sie eigentlich eine sichere Altersvorsorge? Auf diese Frage werde ich gleich im Anschluss darauf eingehen. Wahrscheinlich haben Sie auch eines dieser typischen Anlageformen, die Ihnen von der Bank und wahrscheinlich auch vom Staat empfohlen wurde, nämlich die gute alte Lebensversicherung, oder Sie haben einen Riester- bzw. einen Rürup-Vertrag, oder Sie haben noch zusätzlich vielleicht einen Bausparvertrag, investieren vielleicht noch zusätzlich in eine Staatsanleihe und wahrscheinlich haben Sie auch eventuell ein Sparkonto. Doch sind diese Anlagen wirklich sicher? Und ich meine, wirklich sicher? Haben Sie schon mal gefragt, was es einen bringt, ein sogenannter sicherer Zins bei nicht sicher kalkulierbarer Inflation? Die wenigsten Menschen stellen sich diese Frage und deswegen erleben sie spätestens immer wieder in der Rente ein böses Erwachen. Fakt ist, laut Statistischem Bundesamt liegt die Inflation im Durchschnitt bei über 3% jährlich. Ergo, bereits die Inflation, der sogenannte Negativzins, frisst oftmals komplett den Zinsertrag wieder auf. Um Ihnen hierzu mal eine Grafik zu präsentieren. Hier sehen Sie von 1970 bis zum Jahre 2010 den sogenannten durchschnittlichen Inflationsindex, auch als Preisindex bekannt. Und Sie sehen, dass es sogar Zeiten gab, Jahre in Deutschland, wo sogar die Inflation teilweise bei bis zu 7% im Jahr lag. Also sowas ist auch in Deutschland möglich. Und dass durch die Bank weg es eigentlich niemals ein Jahr gab, wo man keine Inflation hatte, nur einmal, das war im Jahr 1986, hier hatten wir leicht eine deflationäre Phase gehabt. In der unteren Grafik sehen Sie eine Grafik, die sehr interessant ist, und zwar, das muss man mehr noch mit einberechnen, ein Fehler, den viele Leute machen, beziehungsweise die meisten, die rechnen ja nicht mehr die Inflation dazu, aber selbst wenn das einige wenige Leute machen, dann vergessen sie zudem auch noch, dass man auf die Anlagen natürlich auch Steuern bezahlen muss, nämlich Abgeltungssteuer plus Soli plus eventuell auch noch Kirchensteuer, dann ist man also auch hier im Durchschnitt bei 30%. Und wenn Sie dann anschauen, was Sie bei Ihren Anlageformen bekommen, und Sie haben hier zum Beispiel einen Zins von 3%, dann haben Sie real nach Abzug von Inflation und von Steuern eine Negativrendite von 0,9% minus erzielt. Und Sie benötigen mindestens 5% Rendite, um Ihre Kaufkraft zu bewahren. Erst bei 6% Rendite erhöhen Sie real Ihr Vermögen. Man muss fairerweise dazu sagen, wenn Sie sich Ihr Riester-Vertrag, Rürup-Vertrag anschauen, eine Lebensversicherung, Sie kennen da sicherlich den sogenannten Garantiezins, der liegt bei 1,75%. Und dieser Zins, den gibt es auch nicht auf die gesamte Spareinlage, sondern nur auf den sogenannten Sparanteil. Das heißt, wenn Sie hier auf 2% Rendite kommen, dann können Sie schon sehr, sehr froh sein. Genauso sieht es aus beim Sparkonto, und auch bei einer Staatsanleihe kann man schon froh sein, wenn man die 2% knackt. Also das ist schon, ja, dann kann man schon bei diesen Anlageformen sehr zufrieden sein. Nützt allerdings, wie gesagt, nichts, denn real machen Sie dann fast genau in derselben Höhe, minus, nämlich 1,6% negative Rendite. Das Problem Nummer 1 ist also, um es kurz zusammenzufassen, Riester, Rürup, Lebensversicherung, Sparkonto, Staatsanleihen und Bausparer erzielen keine reale Kapitalvermehrung, sondern gaukeln dem Sparer durch den Zins und somit durch die wachsende Geldmenge nur eine Wertsteigerung vor. Nach Abzug von Inflation und Steuer wird real das angesparte Vermögen vernichtet. Man könnte diese Anlagen zu Recht als Kapitalvernichtungsanlagen bezeichnen. Meine persönliche Meinung. Aber es kommt noch dicker. Problem Nummer 2. Es kann noch schlimmer kommen, und zwar dann, wenn ein Währungsschnitt in der Zukunft einsetzt oder in der Zukunft eine steigende Inflation eintrifft, beziehungsweise eine Hyperinflation. Fakt ist, in Deutschland haben die Bürger, welche auf diese Anlageform in der Vergangenheit immer wieder vertraut haben, in gut 90 Jahren dreimal ihre gesamten Ersparnisse verloren. Das war konkret 1914. Das sogenannte Ermächtigungsgesetz, das Geld wurde dort in Staatsschuldverschreibung getauscht.
Im Jahre 1923 war das die Hyperinflation und im Jahre 1948 war das die Währungsreform. Damals übrigens war zum großen Teil waren die Gründe gewesen durch den Krieg verursacht. Allerdings das Kernproblem war das gleiche, nämlich eine ausufernde Staatsverschuldung. Und dieses Problem haben wir jetzt schon wieder in Deutschland und es dauert nicht lange. Dann kommt Deutschland erneut in Turbulenzen und dann kommt genau wieder das auf uns zu, nämlich Währungsreform oder halt eine steigende Inflation. Zusammenfassung: Geldwertanlagen wie Riester, Rürup, Lebensversicherung, Bausparer, Staatsanleihen, Sparkonto erzielen real nur Negativzinsen. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem: Diese Werte wurden zudem in der Vergangenheit immer wieder wertlos und sie werden auch in der Zukunft, und darauf kann ich Brief und Siegel geben, wieder wertlos werden. Übrigens ist das nicht nur eine Situation in Deutschland, auch in anderen Ländern sieht das ähnlich aus. Die Lösung: inflationsunabhängiges und währungsreformsicheres Sparen und im Übrigen zudem steuerfrei. Die Anlage, welche schon seit über 5000 Jahren existiert und noch nie wertlos wurde und auch aufgrund natürlicher Ökonomie niemals wertlos werden kann. Die Anlage, welche jeder Mensch allein aus Absicherungsgründen besitzen sollte und unter Insidern zu Recht als einzig sicherer Hafen fürs Vermögen bekannt ist. Wir reden vom Gold. Gold ist nicht nur der einzig sichere Hafen, sondern hat auch eine beeindruckende Performance vorzuweisen. Hier ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, im Jahre 1960, Sie wären 18 Jahre alt gewesen und im Jahr 2010, Sie wären in die Rente gegangen mit 68 Jahren. In der Zeit hat sich der Wert von Gold vervierzigfacht. Kurz mal zum Vergleich, der deutsche Aktienindex, also der sogenannte DAX, hat sich im selben Zeitraum gerade mal vervierfacht. Moment, hier muss ich kurz korrigieren, der DAX hat sich in der Zeit verzehnfacht, Gold hat sich viermal so stark entwickelt wie der deutsche Aktienindex. Im Übrigen ist der DAX ein sogenannter Dividendenindex, das heißt, die Dividende wurde hier schon mit einberechnet. Ja, diese Überschrift klingt erstmal ein bisschen unseriös. Multimillionär in 50 Jahren? Unmöglich. Ich werde es auflösen. Hätten Sie damals, 1960, bis zum Jahre 2010, 60.000 Euro oder umgerechnet 100 Euro pro Monat in diesem Zeitraum regelmäßig Geld in Gold umgetauscht, dann hätten Sie jetzt 2,4 Millionen Euro. Selbst wenn im selben Zeitraum nur 30.000 Euro, sprich auf den Monat gerechnet 50 Euro monatlich umgetauscht hätten, also Geld in Gold, dann hätten sie immerhin 1,2 Millionen Euro erzielt. Das ist doch mal eine wirklich schöne Altersvorsorge. Im Übrigen als Sahnestückchen das Ganze steuerfrei. Denn Gold ab 995, Feingold ab 24 Karat ist absolut steuerbefreit. Entgegen der weitläufigen Meinung ist Gold nicht mehr nur etwas für Wohlhabende, sondern nun auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Den Anbieter, den wir empfehlen bezüglich des Goldsparplanes, der erlaubt es dem Otto-Normalverdiener bereits ab 50 Euro pro Monat sich seinen persönlichen Goldschatz aufzubauen. Und es ist zudem der wahrscheinlich fairste Goldsparplan, den es auf dem Markt gibt. Sowohl bezüglich der Kondition wie auch bezüglich der Sicherheiten, die man so leider von keiner Bank oder irgendeinem anderen Institut finden kann. Und natürlich sollte man auch niemals Gold bei einer Bank kaufen, aus verschiedenen Gründen. Hier kurz ein Überblick zu den Highlights. Es gibt bei diesem Goldsparplan keine Ansparphasen, keine Kaution, keine Depoteröffnungsgebühren. Man kennt das ja von Riester-Rürup-Vertrag, wo man erstmal teilweise bis zu 8.000 Euro oder auch bei einer Lebensversicherung erstmal einzahlen muss, nämlich für Verwaltungskosten etc., bevor man überhaupt erst wirklich auch sein Kapital verzinst bekommt. Deswegen auch diese Zinsen bei diesen Geldwertanlagen immer nur auf den Sparanteil, ist mir schön dort im Kleingedruckten, meist versteckt enthalten. Hier wie gesagt, sofort ab der ersten Einzahlung, sofort der Tausch in Gold.
Es gibt hier übrigens auch keine Mindestlaufzeiten. Das heißt, sie sind vollkommen flexibel, können jederzeit, wenn sie möchten, sogar aussetzen bzw. ihren Vertrag pausieren. Sie haben vollkommene Transparenz. Sie bekommen sogar zusätzlich gratis einen Online-Zugang. Das heißt, Sie können jederzeit sowohl Ihre Einzahlung einsehen, wie auch Ihren Gold-Depotbestand. Es wird ja auch kein, ich sag mal so versteckter Abo-Vertrag abgeschlossen. Auch das kennt man ja so von den ganzen alternativen Finanzprodukten. Sondern hier ist es so, dass Sie selber Ihren eigenen Dauerauftrag einrichten können und auch jederzeit diesen Dauerauftrag umändern können, pausieren können und natürlich auch die Einzahlung jederzeit anpassen können, sind also vollkommen handlungsfähig und vollkommen flexibel. Sie können sogar, wenn Sie möchten, einen Teil Ihres Goldbestandes, weil auch hier in kleine Stückelungen getauscht wird, können Sie auch jederzeit selbst kleine Geldbeträge und wenn es nur 100 Euro sind, auch jederzeit auf Wunsch zurücktauschen. Zudem haben Sie hier keine jährlichen Lagerungskosten. Vielleicht kennen Sie das vom Bankschließfach zum Beispiel, wo Sie teilweise über 100 Euro pro Jahr bezahlen müssen, was im Übrigen sowieso nicht zu empfehlen ist bei einer Bank aus verschiedenen Gründen. Hier wohlgemerkt haben Sie keine jährlichen Lagerungskosten. Und Sie können sich auf Wunsch ab den 26. Gramm auch das Gold nach Hause schicken lassen und ab 100 Gramm, wenn Sie möchten, den kompletten Depotbestand. Ich empfehle natürlich aus Sicherheitsgründen, den nicht mehr zu Hause sich lagern zu lassen als maximal 20 Gramm. Im Übrigen, wenn Sie möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, zusätzlich ab 500 Euro eine Einmalanlage zu tätigen und können Sie auch das dann sofort zuschicken lassen. Ja, zudem, das ist immer am wichtigsten, finde ich, nämlich in erster Linie die Sicherheit. Das ist immer das Allerwichtigste. Hier ist die Sicherheit zu 100% in allen Punkten gewährleistet. Zu einem ganz wichtiger Punkt ist der Depotbestand, der ist uneingeschränkt abgesichert. Auch darauf kann ich mir nur jedem empfehlen zu achten. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo lesen, Depotbestand des Goldes nur zum Beispiel auf 200.000 Euro gesichert, klingt zwar erstmal viel, aber bitte bedenken Sie, keiner weiß, was 200.000 Euro zum Beispiel in 20 oder in 30 Jahren noch wert sind, ob es vielleicht sogar in 20 oder 30 Jahren, vielleicht sogar schon früher eine neue Währung gibt, man weiß es nicht. Und deswegen wäre ganz wichtig, uneingeschränkte Sicherheit, die muss auf jeden Fall gegeben sein. Der Kauf erfolgt bankenunabhängig, registrierungsfrei und die Lagerung erfolgt anonym. Das ist auch ganz wichtig, nicht nur im Falle eines Goldverbotes, was ja auch mal, was nicht unwahrscheinlich ist, dass sowas eventuell kommen könnte, sondern auch natürlich dann wichtig, gerade in heutiger Zeit, wenn Sie zum Beispiel Ihren Job verlieren, in die Arbeitslosigkeit geraten oder in die Privatinsolvenz. Kann manchmal schneller gehen, als man denkt. Dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht unbedingt ein Vermögen besitzt, wo der Staat oder irgendein Finanzamt darauf zurückgreifen kann, beziehungsweise das Vermögen einsehen kann. Deswegen ist auch diese Anonymität sehr, sehr wichtig und die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, Sie können natürlich auch, wenn Sie möchten, das Gold persönlich abholen oder auch auf Wunsch wird Ihnen auch das Gold zugeschickt. Und auch der Versand ist natürlich bei uns 100% versichert. Ja, wenn Sie für sich persönlich den Unsinn von Lebensversicherung, Riester-Rürup-Bausparer, Sparkonto, Staatsanleihe erkannt haben, dann ist es natürlich auch für Sie wichtig, dass Sie handeln. Auch ich hatte damals, muss ich zugeben, über ja mehr als drei dieser typischen Anlageformen besessen. Mittlerweile mache ich natürlich sowas nicht mehr. Habe mich mit dem Thema über mehrere Jahre ausführlich mit auseinandergesetzt und mir macht es großen Spaß, Menschen zu helfen, Menschen aufzuklären, sie über diese ja, legalen Betrug, diese legale Geldverbrennung zu informieren und Menschen auch diesbezüglich zu helfen. Sie können auf jeden Fall, wenn Sie möchten, weitere Informationen haben möchten und auch dort selber sich so einen Goldsparplan erwerben möchten, dann können Sie hier einfach unter diesem Video Ihren Namen eintragen, Ihre E-Mail-Adresse und Sie bekommen automatisch per E-Mail weitere Informationen zugeschickt. Und Sie können auch gerne dort Sie bekommen dort nochmal meine Kontaktdaten, auch jederzeit sehr gern sich mit mir in Verbindung setzen und mir auch gerne weitere Fragen stellen, die ich auch dann persönlich gerne beantworte. Ich danke Ihnen jetzt auf jeden Fall nochmal für Ihre Aufmerksamkeit
und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss, Ihr Matthias Hack.